Hallo Leute, ich grüße euch, schön, dass ihr da seid. Ich lese weiter aus meinem Buch Urban Survival, Teil 3. Deutschland, Gegenwart. Überteuerung, Verknappung, Blackout. Bevor ich hier weitermache, weise ich auf einen Zeitungsartikel hin. Es geht im Artikel darum, dass die Berliner Polizei sich wohl gerade, Stand Mitte September 22, massiv und wie es aussieht, schwerpunktmäßig auf den Energieernstfall vorbereitet. Zeitpunkt im Fokus, Ende Herbst, Beginn Winter. Ich werde immer belächelt, wenn ich in meinen YouTube-Clips über einen Blackout spreche. Jetzt müssen sich die Lacher folgende Frage gefallen lassen. Würde sich die Polizei allen Ernstes auf einen Blackout vorbereiten, wenn die Möglichkeit eines solchen absolut nicht gegeben ist? Wohl kaum. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Polizei bereitet sich auf ein Szenario vor, das aller Wahrscheinlichkeit nach auch eintreffen wird. Fakt ist, unsere Städte werden dunkel. Hätte ich das vor 4 Monaten behauptet, so wäre ich gnadenlos als rechter Verschwörungstheoretiker niedergebrüllt worden. Heute sieht das anders aus. Übrigens ist ein Blackout nicht, wie viele Menschen denken, einfach nur ein Stromausfall. Ein solcher wäre zu verkraften. Ein Blackout ist eher mit einem Kollaps der Infrastruktur zu vergleichen. Bei einem Blackout, der auf der Hochspannungsebene im Bereich von bis zu 400.000 Volt ausgelöst wird, melden sich die Kraftwerke zum Eigenschutz vom Netz ab. So ganz nach dem Motto, ich bin da mal weg, rien ne va plus. Nichts geht mehr. Aus eigenem Antrieb fahren sie auch nicht mehr hoch. Aber damit ist noch lange nicht Schluss. Es gehen auch fast alle Daten verloren. Die Rede ist von Computern, Internet und Kraftwerken, um nur diese 3 Domänen zu erwähnen. Selbst wenn der Strom wiederkommt, bleiben die Daten zunächst mal verloren. Im Resultat gehen Hilfe und Fachkräfte nach Hause. Erstens ist ihre Arbeitsgrundlage weg. Und zweitens haben sie, wie auch sämtliche Sicherheitskräfte, Ordnungsdienste und sicherlich auch die Polizei, selbst Familien, um die sie sich nun prioritär kümmern müssen. Aber jetzt bin ich etwas ausgeschweift. Ich zitiere aus dem betreffenden Artikel. Fällt die Energieversorgung aus, bricht auch die Infrastruktur zusammen. Berlin wäre dunkel. Innerhalb kürzester Zeit würde sich die Sicherheitslage dramatisch verschlechtern. Die Wahrscheinlichkeit für Plünderungen und Unruhen würde steigen. Genau für dieses Blackout-Szenario bereitet die Berliner Polizei nach Informationen von Welt gerade ein vertrauliches Einsatzpapier vor. In dem Artikel, geschrieben und erschienen am 15.09.2022, ist von 3 Szenarien bzw. von 3 Stufen die Rede. Überteuerung, Verknappung und Blackout. Weiterhin liest man: Bei der 3. Stufe käme es zum Blackout. Plünderungen und Unruhen wären dann höchstwahrscheinlich. Nun, zumindest die Polizei nimmt das tierisch ernst. Aber das nur am Rande. Die Ahrtal-Katastrophe. Wenige sind unter uns, die jemals einen ernsthaften Konflikt, ähnlich Erster und Zweiter Weltkrieg, oder eine größere Katastrophe in einem europäischen urbanen Zentrum, Großstadt oder Ballungsgebiet erlebt haben. Auch wenn das Ahrtal kein Ballungsgebiet ist, muss man an dieser Stelle das Jahrhunderthochwasser 2021 unbedingt erwähnen. Für die dort kämpfenden und teilweise heute noch leidenden Menschen wurde ein Albtraum wahr. Starkregen, immense Schäden. Telefonnetze brachen ab, Brücken und Dämme kaputt.
Häuser zerstört, Straßen und Bahnnetze beschädigt. Tausende von Menschen vom Stromausfall betroffen. Medizinische Grundversorgung nicht immer gewährleistet. Seuchengefahr hoch. Trümmer, Schlamm, Wut, Trauer und Hass. Menschen zeitweise vermisst. Über 186 Todesopfer in den betroffenen Regionen. Psychologisch sicherlich sehr angeschlagen, konnten sich die Überlebenden nicht einfach hinsetzen und über ihr Schicksal jammern. Sie mussten kämpfen, Schadensbegrenzung betreiben, alles wieder aufbauen, von vorne beginnen. Für mich waren und sind diese Menschen Helden. Helden und Vorbild. Die rote Linie. Ich mag nicht weiterdenken, möchte mir eine ähnliche schlimme oder gar noch größere Katastrophe nicht in einer Großstadt wie Berlin oder München vorstellen. Es würde das jeweilige Bundesland in die Knie zwingen. Wie fast immer in Notzeiten ließ während der oben erwähnten Flutkatastrophe auch die kriminelle Energie nicht lange auf sich warten. Es kam zu Plünderungen. Zu Plünderungen jedoch, die weitgehend überschaubar waren. In einer Metropole wie Berlin hätten Plünderungen, ja die kriminelle Energie allgemein, eine ganz andere Qualität oder Dimension. Womöglich kämen Waffen, insbesondere Schusswaffen, zum Einsatz. Eine rote Linie wäre überschritten. Definitiv. Schauen wir kurz zurück ins Jahr 2005. Nachdem der Hurricane Katrina die Stadt New Orleans verwüstet hatte, dauerte es einige Tage, bis die Nationalgarde eintraf. Was sie vorfand? Es gab weder Strom noch Trinkwasser. Bürgerwehren erschossen tatsächlich Passanten, die sie unberechtigterweise in wohlhabenden Vierteln in Sicherheit bringen wollten. Die Polizei, mit der Katastrophenhilfe völlig überfordert, konnte ihrer eigentlichen Aufgabe kaum nachkommen. Leere Wohnhäuser, Supermärkte und Geschäfte wurden zum leichten Ziel von Plünderern. Das Gesundheitssystem brach völlig auseinander. In den Krankenhäusern gab es kaum noch qualifiziertes Fachpersonal. Ärzte und Krankenpfleger blieben einfach zu Hause, kümmerten sich um ihre Familien und man kann es ihnen nicht verübeln. Das Urban Survival Konzept. Der Mensch vergisst schnell. Der Mensch vergisst viel zu schnell. Er wiegt sich lieber bis zur nächsten Katastrophe in Sicherheit. Aussagen und Zeitzeugenberichte solcher Katastrophen, so hat es zumindest den Anschein, verpuffen mit der Zeit. Fokus und Schärfe gehen flöten. Eine Gleichgültigkeit kehrt ein. Diese Gleichgültigkeit ist darauf zurückzuführen, dass wir nicht oder nicht mehr mit Themen konfrontiert werden wollen, die unser Schöndenken und unsere Komfortzone zu sehr strapazieren. Doch jetzt ist es soweit. Wegducken und wegschauen ist unmöglich. Wer jetzt noch gleichgültig bleibt, den beißen wirklich die Hunde. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung fühlt sich, so sehe nicht nur ich das, mit Fragen der Resilienz in der Stadt konfrontiert. Resilient zu sein bedeutet, die Fähigkeit und auch die Möglichkeit zu haben, alle nur denkbaren Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Sich in der Krise weiterzuentwickeln, sichert das Überleben. Stehen zu bleiben, führt zum Chaos. Wir alle können die Relevanz dieses Urban Survival Konzept erkennen, indem wir einfach nur einen Blick auf die Schlagzeilen der großen Zeitungen werfen. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, ist besser bedient als der, der sich nur am Titel aufhängt. Krisen vor unserer Haustür. Städte sind generell problembelastete Orte, denn hier leben viele Menschen dicht an dicht auf wenig Lebensraum. Die angesprochenen Probleme herrschen bereits auch ohne Chaos vor. In Zeiten jedoch
in denen begrenzte oder fast erschöpfte Ressourcen Tagesordnung sind, verheißen selbst minimal auftretende zwischenmenschliche Probleme zusätzlich zum unausweichlich eintretenden Chaos nichts Gutes. Als ich im Jahr 2015 in meinem Buch Terror im 21. Jahrhundert über die pandemische Risikolage, damals Ebola, allgemein und später dann in Survival Total, Band 2, Urban Survival, Terror und Krisen vor deiner Tür, über Kriegs- und Krisenvorsorge im Spezifischen schrieb, waren diese Szenarien für die breite Öffentlichkeit nur Science Fiction. Warum? Naja, wir waren noch satt und zufrieden. Bei uns kann sowas nicht passieren, hieß es. Wir haben heile Welt, leben in Deutschland in absoluter Sicherheit und uns geht es doch gut. Die Mehrheit der Bevölkerung hatte bereits in den Jahren vor 2019 eine kollektive, vielleicht völlig unbewusste Entscheidung getroffen. Es war die Weigerung, sich auf Gefahren dieser Art vorzubereiten. Sie lehnte Weitsicht ab. Und darüber hinaus hatte vor allem die städtische Bevölkerung, ohne es wirklich zu wissen und ohne es jemals zu realisieren, alle Formen von Unabhängigkeit und Verantwortung aufgegeben und sich tatsächlich auf den Irrglauben verlassen, dass unsere Systeme und unsere Denker und Lenker auf alle Gefahren eine uns alle rettende Antwort parat haben würden. Das hatten sie auch, aber nur in der Theorie und auf dem Papier. Das führte dazu, dass die Stadtmenschen, immerhin der größte Teil der Bevölkerung, taub, blind und gutgläubig eventuell potenziellen Gefahren ausgesetzt waren. Doch wir hatten Glück. Alles ging gut. Noch geht alles gut. Teil 4 folgt in Kürze. Tschüss.